Willkommen in Berlin-Neukölln, genauer gesagt in der Gropiusstadt, einem Stadtteil, welcher in den 60er und 70er Jahren von dem Bauhausarchitekten Walter Gropius für ca. 40.000 Menschen geplant und angelegt sowie später nach ihm benannt wurde. Im Jahre 1968 wurde dann diese Kirche für die evangelischen Christen in der Gropiusstadt erbaut und nach dem gewaltsamen Tod des US-Bürgerrechtlers Martin Luther King im Frühjahr des Jahres auf seinen Namen geweiht. 1970 wurde dann eine Orgel, eine der letzten Opusbauten der Firma Friedrich Weißenborn aus Braunschweig, in die Kirche eingefügt. Diese war allerdings deutlich kleiner in ihren Ausmaßen als unser heutiges Instrument. Wahrscheinlich nur halb so groß. Die Orgel in der Martin-Luther-King-Kirche wurde 1969 von der Firma Friedrich Weißenborn aus Braunschweig im neobarocken Stil mit Schleifladensystem, mechanischer Traktur und elektrischer Registeranlage angelegt. Sie umfasste bei ihrem Einbau 1970 nur ein Manual und Pedal, ca. 13 Register. Und wurde in den 80er Jahren von der Warschauer Orgelbaufirma Kaminski auf 2 Manuale erweitert und besitzt aktuell also 2 Manuale und Pedal, 23 klingende Register, 2 freie Kombinationen, 3 Koppeln und weitere Spielhilfen. Gerade die elektrischen Registerzüge ermöglichen, dass die alten und neuen Werke, die auch noch übereinander stehen und räumlich weit voneinander entfernt sind, sich besser miteinander verbinden lassen und die Orgel trotzdem leichtgängig spielbar bleibt.